16. Januar, Grenoble. Zum sechsten Mal in Folge gewinnen Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler die Europameisterschaften im Eiskunstlauf. Wenige Wochen später folgt der WM-Titel. Glanzvoller Höhepunkt der gemeinsamen Karriere. Doch sind sie auch privat ein Paar? Die Regenbogenpresse hofft, endlich ihre Verlobung bekannt geben zu können. Eine Premiere der besonderen Art, die Beatles im deutschen Fernsehen. Auch sie ein Ausdruck des Zeitgeistes oder Ungeistes? Diese Frage wird verschieden beantwortet von gesetzten Persönlichkeiten im reiferen Lebensalter und von Teenagern. Das waren Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Man hörte nur sekundenweise Musik und war so begeistert von dieser Ausstrahlung, von den Leuten, wie die sich auf der Bühne bewegen und dann dieser Sound. Als ich den das erste Mal gehört habe, war ich absolut weg. Ich denke, das ist es. Während die Beatles in den USA bereits die ersten 4 Plätze der Singlecharts belegen, kurbelt in Deutschland Manfred Friedrich aus Moers mit seinem Taschengeld den Umsatz an. In Deutschland-West rebelliert die Jugend gegen den Mief der Nachkriegszeit. Mit Hosen, Haaren und Musik. Aber auch in der Politik keimt der Wunsch nach Veränderung. 16. Februar. Willy Brandt wird zum neuen Vorsitzenden der SPD gewählt. Es wurden abgegeben 329 Stimmzettel. Davon hat erhalten unser Freund Willy Brandt 314. Er ist der Hoffnungsträger der SPD und verkörpert einen neuen Politikstil. Mit Entschlossenheit und Charisma fordert Brandt Reformen für die junge Republik. Mit neuen Köpfen kann die SED nicht aufwarten. Trotzdem durchweht auch die DDR ein Hauch von Veränderung. Ulbricht will die Jugend gewinnen und lockert die Zügel. Pfingsten, das Deutschlandtreffen der FDJ. Eine 500.000 junger Menschen strömen nach Ost-Berlin. Zum ersten Mal überhaupt darf öffentlich Beatmusik gespielt und getwistet werden. Auch im DDR-Radio gibt es neue Töne. Ab sofort gibt es eine eigene Sendung für die Jugend, DT64. Die Republik traut ihren Ohren nicht. Beatmusik, Live-Reportagen. DT64 will Sprachrohr der Jugend sein. Es ist überhaupt eines der guten Jahre für die DDR. Die Arbeitsproduktivität steigt um 7%. 3 Jahre nach dem Mauerbau erlebt die DDR ein kleines Wirtschaftswunder. Es ist die große Stunde des Wohnungsbaus. Nicht Stein auf Stein, sondern industrielle Fertigung. Das neue Zauberwort heißt Plattenbau. Aber wer an den wichtigsten Knotenpunkten unseres Lebens seine schwere Arbeit verrichtet, hat auch einen vorrangigen Anspruch auf ein Heim, das ihm Erholung, Freude und zweckmäßigen Komfort bietet. Um in größerer Zahl solche Wohnungen bauen zu können, entstand eine eigene Industrie. Ihr Motto lautet: Glücklich ist, wer eine der kleinen, aber funktionalen Wohnungen zugeteilt bekommt. Beschwerden gibt es nur vereinzelt. Und derer nimmt sich im DDR-Fernsehen die Sendung Prisma an. Ostdeutschlands kleiner Kummerkasten in der Flimmerkiste. Der einzige Nachteil ist, man hört, wenn unten in der Küche unter uns sich was abspielt. Wir gingen also noch einmal in die Wohnungen und ließen uns die akustischen Vorzüge des Bautyps im Dienste der modernen Hauswirtschaft von 2 Mieterinnen vorführen. Hallo. 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 Ja, Frau Leiter. Ach, hallo. Ich habe keine Zwiebeln im Haus. Können Sie sich ja vielleicht mal eine borgen? Aber natürlich. Dankeschön. Ja, danke. Und das ist die Enttäuschung des Jahres. 15. August. Marika Kilius heiratet. Aber nicht ihren Partner auf dem Eis, Hans-Jürgen Bäumler, sondern den Fabrikantensohn und Millionär Werner Zahn. Bäumler bleibt nur die Rolle des Trauzeugen. Jahrzehnte später gesteht er: Natürlich habe ich für sie geschwärmt. Aus Portugal kam der millionste ausländische Arbeiter in die Bundesrepublik. Armado Sá Rodrigues.
Die deutsche Wirtschaft braucht ihn und seine Kollegen aus dem Süden. Zum Start ins Wirtschaftswunder erhielt er ein Moped als Gastgeschenk. Gastarbeiter, so werden jene Portugiesen, Spanier, Griechen, Türken und Italiener genannt, die in Zeiten des Arbeitskräftemangels die westdeutsche Wirtschaft stützen. Eigentlich sollen sie nur ein paar Jahre bleiben und dann in ihre Heimatländer zurückkehren. Doch viele holen ihre Familien nach, gründen in Deutschland eine Existenz. Und so mancher verliebt sich auch in eine deutsche Frau. Mit ihrem Bleiben verändern die Gastarbeiter Deutschland. In westdeutschen Großstädten öffnen Pizzerien, Tavernen und Kaffeebars. Doch trotz der neuen Liebe zu Espresso, Pizza und Raki, von weltoffener Toleranz ist die Bundesrepublik noch weit entfernt. So präsentiert sich der Wirtschaftsaufschwung in der DDR. Auf der Leipziger Messe wird ein Auto vorgestellt, das zur Legende werden soll. Der Trabant 601. Im Vergleich zu seinem Vorgänger glänzt er mit zahlreichen Verbesserungen. Das ist er, Ihr Trabant 601. Frontantrieb, 600 Kubikzentimeter Zweitaktmotor, 23 DIN PS, vollsynchronisiertes Vierganggetriebe, 6,8 Liter Normverbrauch und eine Geschwindigkeit von 100 Kilometer pro Stunde. Dass dieser Trabant überhaupt gebaut wird, verdankt er der Hartnäckigkeit der Ingenieure im sächsischen Zwickau. Die hatten ihn ohne staatliche Erlaubnis aus seinem Vorgänger, dem P50, entwickelt. Erst nachträglich wird die Produktion genehmigt. Dann aber läuft der Trabant 601 bis zum Untergang der DDR nahezu unverändert vom Band. So modern wie bei seiner Markteinführung ist er da freilich nicht mehr. Im September herrscht in Essen der Ausnahmezustand. Winnetou und Old Shatterhand, alias Pierre Brice und Lex Barker, wird die goldene Leinwand verliehen. Zeitgleich läuft in den Kinos bereits Teil 2 der Winnetou-Saga an. Ein neuer Trend ist gesetzt. Die Leute haben genug von rührseligen Heimatschnulzen. Sie wollen Schurken sterben und Helden siegen sehen. Aber so ganz ohne große Gefühle kommt auch der deutsche Western nicht aus. Es ist die rührend kitschige Inszenierung einer Freundschaft, die die meist jugendlichen Zuschauer fesselt. Mein Bruder. Mein Bruder. Eine zarte Annäherung gibt es jetzt auch zwischen Deutschland Ost und Deutschland West. Nach 9 Monaten und 28 Sitzungen einigen sich die DDR und der Westberliner Senat auf ein neues Passierscheinabkommen. Die Bundesregierung erklärt vorsichtshalber, dass dies keine Anerkennung der DDR bedeutet. Am 24. September ist es soweit und die Menschen stehen Schlange, um endlich ihre Freunde und Verwandten im Osten wiederzusehen. Im DDR-Fernsehen mischt sich Bericht mit Propaganda. Zehntausende Westberliner hatten schon in den ersten 3 Tagen ihre Anträge zum Besuch ihrer Verwandten in der Hauptstadt der DDR gestellt. Auch an diesem 5. Oktober kommen viele mit erwartungsfrohen Gesichtern zu den Passierscheinbüros. Doch niemand ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass bereits in den Nachtstunden Westberliner Agenten die erste Mine gegen das Passierscheinabkommen gezündet haben. 5. Oktober. Wenige Tage nach Inkrafttreten des Passierscheinabkommens stirbt der Grenzsoldat Egon Schulz bei einem Schusswechsel an der Berliner Mauer. Westdeutsche Fluchthelfer hatten unter der Grenze einen Tunnel gegraben. 57 Ostdeutsche nutzen die Chance, fliehen durch den Stollen nach West-Berlin. Doch dann wird der Fluchtweg entdeckt. Es kommt zu einem Schusswechsel. Was die DDR verschweigt? Grenzsoldat Schulz stirbt nicht durch den Schuss eines Fluchthelfers. Es war ja auch so, dass einer von uns geschossen hatte mit seiner Pistole. Und der glaubte nun, dass er versehentlich diesen Grenzsoldaten erschossen hat. Das glaubte er bis an sein Lebensende. Er ist Anfang der 90er Jahre gestorben und erst Mitte der 90er Jahre kam aus den Stasi-Akten die Wahrheit ans Licht, dass dieser Grenzsoldat versehentlich von seinem eigenen Kameraden erschossen worden war. Das haben wir über Jahrzehnte nicht gewusst. Für die Erleichterungen im deutsch-deutschen Grenzverkehr bleibt der Zwischenfall 1964 ohne Bedeutung. Im November dürfen erstmals Rentner aus der DDR in den Westen reisen.
Viele von ihnen nutzen die Gelegenheit, um Verwandte zu besuchen oder kleine Weihnachtsgeschenke für ihre Enkel einzukaufen.